Einen regen Zulauf fand im Januar 2012 die internationale Konferenz Hellas in der Krise. Die Eröffnung der Tagung war gleichzeitig auch Auftakt der Ausstellung Alphabet, Heimatkunde, Heimatwunde von Yannis Psychopedes. Mit seinen Kunstwerken, die die Sorgen und Kämpfe der Menschen in der Krise anschaulich und greifbar machen, möchte der Künstler einen Anstoß geben für Verständigung, Gemeinsinn und Aktion in Europa. Im Zentrum dieses Bildes, was Nostos heißt, gibt es ein kleineres Bild, winzig klein, sieht man nicht, aber das liegt im Zentrum. Und das ist die Abbildung von Europa. Und das ist also nicht ein Zufall, sondern ich wollte eigentlich die Frage über Griechenland und Krise mitten in einem europäischen Zentrum stellen. Also eigentlich das Problem Griechenlands ist das Problem von Europa und umgekehrt. Die Veranstaltung setzte sich zum Ziel, nicht nur die vergangenen Probleme zu diskutieren, sondern vor allem in die Zukunft Griechenlands und auf die Solidarität durch die Europäische Union zu blicken. Diese Konferenz fragt, wie sich Griechenland grundlegend modernisieren, also gewissermaßen neu erfinden kann. Und zugleich geht es darum, was die Europäische Gemeinschaft tun kann, um das Land bei seiner Wiedergeburt zu unterstützen. Nicht nur Griechenland muss sich ändern, auch die Europäische Union muss ihre Krisenpolitik verändern. Daniel Cohn-Bendit und der ehemalige Ministerpräsident Griechenlands Konstantinos Simitis diskutierten, welche Rolle die EU in der Krise Griechenlands spielt und welche Schritte getan werden müssen, damit aus der Not der Peripherie eine Tugend für ein integriertes Europa entstehen kann. Ihre Überwindung erfordert vielmehr unter anderem, dass die Überschussländer mehr Kredite vergeben, den Konsum im Inland verstärken, Importe stützen und sogar eine höhere Inflationsrate hinnehmen. Für die Bewältigung der Krise ist darüber hinaus eine Wirtschaftspolitik nötig, die sich ebenso ausdrücklich wie konsequent auf den gesamten europäischen Raum bezieht, Lösungen also anstrebt, die nicht nur die Probleme einzelner Staaten ansprechen, sondern die Probleme der Europäischen Union insgesamt. In Europa kann man heute einen Schuldentilgungsfonds einführen. Man kann Europa durch Eurobonds einfach die Schuldenlast dieser Länder so reduzieren. Drittens können wir mit der Europäischen Investitionsbank ein Investitionsprogramm für Europa so definieren, dass die Menschen in Griechenland oder in Spanien und so weiter eine Zukunft haben. Und damit es mehr Gerechtigkeit in Europa ist, muss es auch mehr Gerechtigkeit in Deutschland geben. Und deswegen wäre ich für, um diesen makroökonomischen Ungleichgewicht in Griff zu kriegen, muss man hier auch zum Beispiel sowas wie Mindestlöhne einführen. Denn nur so wird dann die Möglichkeit werden, in Europa das anders zu machen. Auch der Frage, ob ein Austritt aus dem Euro und die Wiedereinführung der Drachme die wirtschaftliche Situation Griechenlands verbessern könne, wurde auf den Grund gegangen. Raus aus dem Euro ist raus aus Europa. 80% der Griechen wollen nicht aus Europa. Sie träumen und sie haben das Recht, viele, dass es anders geht beim Meistern der Krise. Und deswegen fand ich das von Papandreou mutig zu sagen, okay, dann muss das Volk mit mir die Verantwortung tragen oder nicht. Griechenland führt mindestens 80%, 70% von dem, was sie gebraucht, ein. Das bedeutet, dass alles, was eingeführt, drei- oder viermal teurer sein wird. Denn die erste Abwertung wird nicht die letzte sein. Doch welche Chance birgt die Krise für Griechenland? Zu sagen, die Härte und die Verzweiflung ist eine Chance, das kriege ich nicht so einfach über die Lippen. Ja. Ich sage, aber natürlich in der Krise muss, und da finde ich den Satz schon richtig, muss sich Griechenland auch neu erfinden. Aber dazu braucht man Zeit. Das schafft man nicht in einem Wochenende. Wir brauchen eine radikale Änderung. Das hatten wir uns alles erhofft aus dieser Krise. Aber nach 2,5 Jahren sehen wir nichts. Da ist nichts passiert. Nichts passiert. Immer Ausreden. Also das eine wird besser, das andere wird besser. Gesetze werden verabschiedet und nie angewandt. Ich habe auch mein Vertrauen an das gesamte politische System verloren. Am zweiten Tag der Veranstaltung diskutierten Vertreter aus Politik, Wissenschaft und Kultur in den verschiedenen Panels über die Verantwortung der Institutionen, der Wirtschaft und der Kultur in der Krise. Welche strukturelle Veränderungen sind notwendig,
um die stark korporatistisch und monopolistisch organisierte Wirtschaft zu öffnen und konkurrenzfähig zu gestalten. Und nicht zuletzt, welche Muster und Mythen werden in dieser Situation der Unübersichtlichkeit und widersprüchlicher kollektiver Gefühle aktiviert? Wie reagiert die gegenwärtige Kunst- und Kulturpolitik auf die Krise? Und wie bringt sie die Situation des Umbruchs und der Unübersichtlichkeit zum Ausdruck? Die Krise offenbart einen großen Veränderungsbedarf von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft. Welche Reformen sind also notwendig? In dem griechischen Humankapital, was sie auch außerhalb des Landes engagiert ist, liegen wirklich sehr günstige Möglichkeiten, den Reformprozess in einer etwas kürzeren Zeit zu bewältigen, als das in Osteuropa vielleicht der Fall war. Aber die Frage ist, inwieweit sozusagen dieses wirtschaftliche und managerielle Know-how ausstrahlt auf das politische System und auf die Reform der Verwaltung im Land. Das Land, in dem wir leben und das wir alle lieben, scheint am Ende zu sein. Über Nacht hat sich Griechenland, das Land, das offenbar niemand zu kennen schien, in etwas verwandelt, dessen Überlebensfähigkeit niemand garantieren kann. Nun werden neue Forderungen an uns gestellt. Es heißt, wir sollen uns anpassen. Das verlorene Paradies der Faulenzer und Drückeberger soll in ein Land verantwortungsbewusster Bürger verwandelt werden. Neue Gesichter und Vorbilder sollen hervortreten. Der irrationale Zorbas soll verschwinden. An seine Stelle soll der rationale Unternehmer im schumpeterschen Sinne treten. I think reforms within the administration have to focus on improving the extroverted functions. That means functions that support economic and social initiatives, help people and business to have more chances to develop their activities. Die Wirtschaft Griechenlands scheint sich in einer ausweglosen Sackgasse zu befinden. Das zweite Panel diskutierte deshalb Lösungsstrategien und Ansätze, wie man die griechische Wirtschaft wieder stärken kann. Die Liquidität ist das größte Problem im Moment und das macht uns die allergrößten Sorgen. Die Abwärtsspirale, die dadurch entsteht, dass eben für die griechische Realwirtschaft keine Liquidität vorhanden ist, dass die Banken nicht in der Lage sind, die griechischen Unternehmen zu finanzieren und dass wir deshalb leider Gefahr laufen, dass eigentlich kerngesunde griechische Firmen diese Krise nicht überleben. Meiner Ansicht nach brauchen wir eine neue Arbeitsteilung in Europa, sonst hat alles keinen Wert. Θα πω τα συμπεράσματα της ομιλίας μου, τα οποία είναι τρία. Το πρώτο συμπέρασμα. Drei Thesen möchte ich aufstellen und belegen. Erstens, die Schulden, die Griechenland über die letzten 20 Jahre gemacht hat, sind nicht das Problem. Sie sind über diese Zeit immer konstant geblieben. Zweitens, die griechische Wirtschaft hat sich in diesem Zeitraum stark entwickelt und war eine der dynamischsten in Europa. Drittens, die einzige Besonderheit Griechenlands ist, dass die reichen und wohlhabenden Schichten keine Steuern gezahlt haben und immer noch keine zahlen. Das ist das einzige Besondere in Griechenland. Das Memorandum behebt die Ursachen des Staatsdefizits nicht, sondern führt das Land in den Bankrott. Das ist eine falsche Politik zum falschen Zeitpunkt. Das allerwichtigste Wachstumselement in Griechenland ist allerdings jetzt gerade, dass die Banken Liquidität brauchen, damit sie Kredite an die Realwirtschaft in Griechenland zur Verfügung stellen müssen. Das Ausbleiben dieser Liquidität sorgt dafür, dass überlebensfähige Unternehmen und Sektoren möglicherweise Insolvenz anmelden müssen. Da müssen wir ran, da versucht die Taskforce auch Hilfestellung zu leisten. Eine strukturelle Veränderung kann auch durch einen grünen Wandel der Gesellschaft ermöglicht werden. Green New Deal for Greece is not only a way of producing something in an environmental sound way, but also is a tool for the cohesion in the society
but also a tool for the creation of jobs for the youth. About 50% of the youth are unemployed. Das, was jetzt aufbricht in Griechenland, wo es das Potenzial gibt, das sehen wir als eine grüne Bewegung von unten. Wir hoffen, dass es mit einer Verwaltungsreform in Griechenland möglich sein wird, auch die Leute von unten mitzunehmen. Ja, dass es möglich sein wird, über die Kommunalpolitik neue Ideen in das griechische System einzuspeisen. Aber nicht nur die Wirtschaft und Politik Griechenlands befinden sich im Umbruch, auch die Kultur steht vor neuen Herausforderungen. Es gab ein gewisses Geld in verschiedene große Institutionen und es gibt natürlich sehr verkürzt, es gibt ein gewisses Geld. Die Verteilung dieses Geldes und wie man denkt, was die Kultur sein kann, das ist das Problem. Es geht um, was man unter Kultur versteht. Und man versteht mehr repräsentative Sachen. Man versteht die großen Einladungen, man versteht die großen Namen, man versteht repräsentative Objekte. Wie reagiert die gegenwärtige Kunst und Kultur auf die Krise und welche Chance steckt darin? Eine Chance, das wieder alles anders zu machen, auch in der Kultur, weil ich nämlich der Meinung bin, dass diese Krise zum großen Teil nicht nur auf wirtschaftliche oder politische Aspekte oder Gründe zurückzuführen ist, sondern auch auf kulturelle. Der Künstler braucht nicht unbedingt politische Kunst zu machen, um politisch zu sein. Die wahre Kunst, die authentische Kunst, ist eine realistische Kunst. Das bedeutet, die sieht die Phänomene unter einer realen Sicht. Also Kunst und Politik kann man nicht trennen. Am Ende des Tages stand fest, die Krise Griechenlands betrifft alle in Europa und Veranstaltungen wie diese ermöglichen Impulse für die deutsch-griechische Zusammenarbeit. Ich habe eine höchst interessante und lebendige Diskussion hier erlebt, die mir Ansätze gegeben hat, wo die Diskussion beginnen muss. Das war extrem wichtig. Man hat es ja auch gesehen an der Beteiligung. Wir haben, glaube ich, jahrelang gesagt, Europa, das gibt es, das ist gut, das existiert. Und erst in der Krise haben wir gemerkt, wie brüchig eigentlich zum Beispiel das deutsch-griechische Verhältnis doch ist, wie schnell, wie fragil da auch einiges auseinanderbrechen kann. Und so eine Veranstaltung hat uns nochmal gezeigt, wo sind die Gemeinsamkeiten, wo sind die Unterschiede, wo müssen wir weitermachen.